Extra 3 History. Hallo, mein Name ist Jürgen Klopp. Ich meine Guido Knopp. Viele fragen sich, warum sträuben sich die Deutschen immer noch gegen ein Tempolimit? Haben sie ein bisschen zu viel Abgase eingeatmet? Mit Sicherheit. Aber ein Blick in die Geschichte zeigt auch, das Rasen liegt in der DNA der Deutschen. Erste Hinweise auf die Raserkultur der Deutschen liefern faszinierende Höhlenmalereien aus dem bayerischen Oberthüringen. Gab es etwa schon in der Steinzeit auf deutschem Boden so etwas wie Autobahnen? Kombiniert mit Brummschädelfunden aus dem hessischen Drängelsbach können Forscher heute genau nachvollziehen, wie es in der Steinzeit auf deutschen Straßen ausgesehen haben muss. Ach, weißt du, es ist ja eigentlich ganz schön, so schnell über die Autobahn zu rasen. Aber ist das nicht gefährlich? Ach, wenn alle gleich schnell fahren, kann gar nichts passieren. Dann macht's wohl auch nichts, dass wir gerade in einen Stau reinbrettern. Auch die Römer waren von der Tempogeilheit unserer germanischen Vorfahren überrascht. So schreibt der römische Geschichtsschreiber Tacitus über den Widerstand der Germanen. Sie rannten im Affenzahn, drängelten, hielten sich an keinerlei Geschwindigkeitsbegrenzung und riefen, ihr lahmen Enten verstopft unsere germanischen Straßen. Das Mittelalter. Während unter englischen Rittern das Nachahmen von Pferden im Schritttempo verbreitet war, ließ Kaiser Raser Rosser seine deutschen Ritter auf der linken Überholspur in die Schlacht rasen. Freie war mit Marzipan! Oh, ich hätte auch gern so viel PS. Dann ein Schlüsselereignis für den deutschen Rasermythos. Martin Luther, Theologe und Hobbyrennfahrer, schlägt 95 Thesen gegen ein Tempolimit an die Tür der Landesstraßenbehörde in Wittenberg. Von wegen, wir verbrauchen zu viel Kraftstoff. Ist doch Quatsch. Wozu sind wir denn der Innovationsstandort Deutschland? Da müssen wir eben bessere Pferde züchten, die nicht so viel fressen. Danach wird ungebremstes Rasen in tiefer gelegten Sportkutschen zum Inbegriff von deutscher Freiheit. Folglich lässt Konrad Adenauer 1949 im deutschen Grundgesetz verankern, Artikel 1, Tempolimit, gibt's keins. Fassen wir also zusammen. Deutschland hat Benzin im Blut und manche sogar Superbenzin. Das war Extra 3 History mit mir, Guido Kanz. Ich meine Guido Knopp. So, was jetzt? Zuerst in die eine Ecke deuten. Da gibt es noch mehr von Extra 3. Dann in die andere Ecke deuten. Da kann man abonnieren. Wichtig, das mit der Glocke sagen. Okay. Das mit der Glocke. Das alles bitte locker, fröhlich und entspannt.